Ja, natürlich. Und ich stelle mir vor, dass es viele Leute in die nächste Sphäre versetzt hat bei der ganzen Geschichte. Ja, hat durchaus einige von den Torwallern erwischt, aber nun, gut gekämpft. Ja, seht ihr, und ich bin mir sicher, niemand hat sich die Mühe gemacht, all diese Leichen aus dem Wasser zu fischen und zu bestatten. Das kann ich euch nicht beantworten. Hervorragend. Dann sucht doch da unten für mich nach einem Schädel, ja? Ja, nach irgendeinem oder einem bestimmten. Irgendeiner wird in Ordnung sein. Und was habt ihr damit vor? Nun, ein Totenschädel ist ein Symbol des Todes, nicht wahr? Und Geister sind schon tot, haben also dieses spezielle traumatische Erlebnis nun schon hinter sich. Entsprechend ist der Staub eines Totenschädels ein unabdingbarer Bestandteil des Bandpulvers gegen Geister, dessen wir uns versichern wollen, dass eine unter Umständen rachsüchtige, ihr wisst schon wer, uns nicht auf die Pelle rückt. Ja, was würde der örtliche Bohrengeweihte zu dieser Vorschlag sagen? Nun, es muss speziell der Schädel eines in ungeweihter Erde Bestatteten sein, sagt zumindest das Rezept. Eine Distinktion, auf die ich nie Wert gelegt habe, denn A, in Bravak unterscheidet man da nicht so stark und B, habe ich immer einfach gleich das Pulver von anderen Mitstudenten beschafft. Naja, ich schau mal, ob ich hier einen Kultisten für euch finde. Ich wusste, auf euch könnte ich mich verlassen. Ja. Könnt ihr dafür sorgen, dass ich unter... ich schau mal ins Hafenbecken. Wie tief sieht das denn aus? Also, es ist vor allem sehr schlammig. Es ist nicht sehr ausgebaut. Und das geht, wenn du in diese Wasserkante gehst, wird es da wohl noch eine ganze Zeit... wirst du wohl bis zu den Knöcheln im Schlamm stehen, bis du dann weiter runter sinkst und irgendwann spürst du den Schlamm so sehr, also du wirst so sehr tief einsinken in den Schlamm, dass du dann noch irgendwann schwimmen kannst. Wir sind nicht hier, weil Serventilio nicht schwimmen kann. Wir sind hier, weil Serventilio sich vor Toten fürchtet. Ja. Was in seiner Profession echt ungünstig ist. Naja, nur auf Sinnschärfe. Ja, natürlich. Dann kannst du doch mal eine Schwimmprobe hinterherwürfeln. Geld unter Wasserkampf. Noch nicht. Okay. Ja, Punkte. Also du musst an beliebiger Stelle musst du gar nicht so sehr weit ins dieses schlammige Wasser hereintreten. Da spürst du unten an deinem Fuß irgendetwas. Und kannst dann wohl bemerken, wie es vernehmlich, also du hörst es nicht, aber dieses Gefühl, gerade wenn du barfuß bist, ist natürlich, das ist ein Armknochen gerade gewesen, der gesplittert ist unter deinem Gewicht. Und perfekt. Du stehst dann gerade irgendwie bis zur Hüfte im Schlamm, wolltest irgendwie nach unten tauchen, greifst dann einfach mit deinem riesigen Arm nach unten und kannst dann ja eine Wasserleiche nach oben ziehen mit verformten Knochen. Also unabhängig davon, dass jetzt der eine Armknochen fehlt, wirklich menschlich war das nicht. Also schon humanoid, sicherlich irgendwann menschlich gewesen, aber irgendwie ekelhaft mutiert. Also der Schädel ist ein bisschen größer und ausgewölbter, die Augenpartie, die Augenhöhle war wohl so ein bisschen größer und gelubschiger. Vielleicht auch, wenn Abel mir sich das anguckt als Anatom oder eben Serpentilio, dieser Mann wird auf alle Fälle... Fischaugen besessen haben, auch wenn die Augen selber nicht mehr da sind, aber so kann er dann den Rest abrupfen und pfeffert dann das angelaufene Skelett mit dem morschen Knochen wieder zurück in den Schlamm und kannst du dann einfach nur noch diesen toten Schädel in der Hand halten. Der Ventilio steht mit zusammengekniffenen Augen an dem abgeneigten Kopf da am Ufer und hält einen Jutebeutel auf mit ausgestreckten Armen. Einfach Selbstbeherrschungsprobe. Erschwert um Totenangst. Oh boy. Du siehst, das verlange ich aber, dass ich ihn nicht sofort fallen lasse, Augen sondern erst im Labor, wenn ich... Oh, das ist leider geschafft. Schade. Geschafft? Also wenn Erschwert um Totenangst ist leider geschafft. Ich habe nur Totenangst 5. 5, okay. Ja, also du reißt dich so ein bisschen zusammen. Du siehst wohl, wie diese Augenhöhlen, diese schwarzen Augenhöhlen dich anstarren und direkt in deine Seele hinein. Und dann lässt Rafim den Schädel in deinen Sack fallen, du ziehst die Schnur zu und dann ist aus die Maus.
Ja, im Büro werde ich dann einfach da mit dem Hammer draufhauen. Und dann auskippen in der Hoffnung, dass danach nur noch Scherben sind. Büro in der Stube. Danke, ihr habt mir sehr geholfen. Wollt ihr den Rest des Mannes bestatten gehen, oder? Ich lasse euch einfach, ihr habt Dank. Ja, könnt ihr jetzt mir helfen? Ich stand jetzt ja total im Schlamm. Oh, sicher doch. Einen Moment. Und dann sappefaktieren wir den Mann kurz. Denn wozu hat man Freunde? Nicht sehr chorgefällig, oder? Es ist ja keine Heilmagie. Geht schon. Wenn du deine Waffe als Erweiterung selbst, ich versuche nur darüber hinwegzutäuschen, dass ich einen Sappefaktor nicht finde. Lass uns Zeit für 4 Punkte. Definitiv ist der Sauberzauber. Also es wird reichen, den Schlamm von ihm runterzuholen. Gut, kannst du 2-3 Mal mit deinem Stab gegen sein Knie tocken und dann rieselt der Schlamm abgetrocknet von ihm herunter. Naja, also bei Abelmir sieht das immer besser aus. Nun, Abelmir legt auch mehr Wert auf sein Äußeres als auf seine saubere Künste. Naja, wir haben alle unser Spezialgebiet. So sieht es aus. War das schon alles? Ja? Das ist ein sehr enttäuschender Ausflug, wenn ich das mal so sagen darf. Ich dachte, es wäre etwas, was euch liegt. Ihr wisst schon, mit dem Tod und dem Verderben und so weiter und so fort. Ja. Sag mir Bescheid, wenn wir das nächste Mal was sammeln müssen. Vielleicht wird es ja beim nächsten Mal spannender. Ich werde Sorge tragen. Oh, wenn ihr Lust hättet, wir könnten einen Affen auftreiben. Ja, was für ein Affen. Ich weiß nicht. Naja, das müsst ihr mir schon sagen. Ich kann nicht einfach irgendeinen Affen kaufen. Wie sehe ich denn da aus beim Affenhändler? Ich bin nicht sicher, ob es einen Händler gibt. Ich dachte eher... vergesst es. Ist nicht so wichtig. Derweil nimmt Zulamin vor einer älteren Frau Platz und einer etwas jüngeren Dame. So um die 20 Lenze wird sie wohl zählen. Und während ihr euch dann die Hand gebt, das war wohl laut dem Wirt die angewiesene Baronin Liara Dana von Jofrin Tama. Und neben ihr dann wohl die eigene Vögtin der Baronie, die sie wohl mitgebracht hat. Jana Fellarben. Oh, seid gegrüßt, die Damen. Was für eine Freude, dass ich euch hier finde. Guten Tag. Die Götter mit euch. Ich bin die Baronin von Ilso Leara Dana von Jofrin Tama. Und das ist meine Vögtin. Ich glaube, ihr seid die Visira, ja? In der Tat. Zulamin al-Shabra. Al-Jer-Kaliel. Genau. Wir haben schon von eurer Schönheit gehört. Und so viel Raya-Geweihte gibt es hier auch nicht. Ja, bedauerlicherweise. Wobei ich gehört habe, dass es zumindest eine in der Stadt gibt. Ja, Dulja, aber mit der kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Und ich muss auch sagen, dass Raya nie meine Lieblingsgöttin war. Aber darum soll es hier jetzt auch gerade gar nicht gehen. Wie können wir euch denn bedienstlich sein? Nun, man hat mir nahegelegt, mich doch einmal mit euch zu unterhalten. Ich hatte das große Glück, die Bekanntschaft von Leatmon Freisop zu machen. Und nun ja, ihr seid die Baronin seiner Stadt. Naja, die Stadt gehört ja nicht ihm, aber er residiert da zurzeit, genau. Er hat mir auch schon von euch erzählt. Nun, dann erzählt mir doch, stehen die Dinge in Ilso? Ist das sehr schlimm? Also wir haben viel wieder aufgebaut und dann kam die Flutwelle. Das ist natürlich sehr bedrückend, muss ich sagen. Die namenlosen Tage waren so ruhig und naja, dass dann jetzt sich vor kurzem irgendwo bei Nersand dieser Strudel geöffnet hat und alles wieder zurück ausspuckte und die zahlreichen... Ich meine, wir haben ja Erfahrung mit Belagerung, aber normalerweise nie von der Seeseite, sondern immer nur von außen. Und wir waren immer sehr froh, dass wir noch die Lebensmittel von der Seeseite bekommen konnten. Vor allem von der Seeadler von Beilung. Damit haben wir erstmal so nicht gerechnet. Der Bergfried, den wir bei uns haben, den habt ihr auch schon gesehen, der hat uns zum Glück ein bisschen geschützt. Aber es ist viel wieder kaputt gegangen und Leatmon hat sich dem Ganzen angenommen. Also ja, es ist
Vor allem in der Abwesenheit von meiner Vögtin, sie zeigt auf die ältere Frau, ist es natürlich... wir bauen das wieder auf, sagen wir so. Allerdings kommen wir jetzt gerade noch nicht wieder zurück, weil wir gehört haben, dass die Armada von Padigan dort irgendwo dazwischen liegt. Vielleicht irgendwo bei Rulat. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher, aber wir werden auf alle Fälle Ilso wieder befestigen und befrieden und wieder aufbauen. Ja, ich wollte schon fragen, was euch dann hierher verschlagen hat. Die allgemeine Flüchtlingswelle. Also die ging ja aus von Nersand, vor allem per Pedes, also mit Pferd und mit Fuß. Und von dort aus dann relativ schnell mit Schiffen an Valusa vorbei. Die wurden dann auch gewarnt. Die Zwerge haben das nur verlacht, weil der Feuerturm nie verlöschen wird. Und beim letzten Angriff konnten sie die Gezeitenspinne ja auch zurückschlagen. Naja, und dann als Valusa aber auch von der Flutwelle ergriffen worden ist, da haben sich dann die Valusianer auch aufgemacht und sind dann an Ilso vorbeigekommen, haben uns eingesammelt und jetzt sind wir hier. Ah, ich verstehe. Ihr habt gar nicht erst gewartet, bis das Unheil euch ereilte. Sehr weise. Also doch schon. Was heißt das Unheil? Wir wissen nicht genau, was Palligan gemacht hat, aber die Flutwelle hat uns im Vorfeld schon ereilt. Also er hat halt mehrere Wellen vorausgeschickt. Ah, verstehe. Und wir hatten vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen, hatten wir auch so ein magisches Ereignis. Ich selber bin keine Magierin, aber ich habe hier wohl in den Straßen ein paar Leute gesehen. Aus den Körpern sind so kleine Wasserviecher herausgeplatzt. Meine Vögtin sagte dann, das sind wohl Mindergeister. So ist es, Mindergeister. Das waren wohl viertelzauberisch begabte Baronin. Danke, Jana. Genau, also es waren wohl viertelzauberisch begabte. Ja, solche Beobachtungen haben wir auf dem Weg hierher auch gemacht. Und nun, was gedenkt ihr nun zu tun? Wollt ihr, sobald es möglich ist, zurück nach Ilsur kehren? Oder ja, selbstverständlich. Sucht ihr hier nach Unterstützung? Oder? Ich glaube nicht, dass wir hier welche finden. Die Menschen sind ja selber sehr arm und die Flüchtlinge haben ja nichts. Da wäre ich als Baronin jetzt ja auch nicht so gut bedient, wenn ich jetzt die um Hilfe frage. Nee, aber ich würde auf alle Fälle dann, wenn wir zurückfahren, wenn es dann möglich ist, würde ich bei Perrine Furten mal ein Boten hinschicken oder ja, Valusa, da steht natürlich auch noch ein Teil. Ich weiß nicht genau, wie viel die jetzt aufbringen können. Und Perrine Furten hat ja auch immer viel zu tun und in die tobrischen Wälder können wir uns ja auch nicht vorwagen, um selber irgendwas an Bäumen zu fällen. Aber ich würde auf alle Fälle mal nach Perrine Furten fragen oder nach Weiden über den Sichelstieg. Vielleicht könnte man da ja noch einige Vorräte abfragen. Aber ihr gehört nicht zu jenen, die selbst den Kampf gegen die blutige See aufnehmen wollen. Also als Baron darf ich das nicht. Ich habe zwar meine Vögtin, die mich in meiner Abwesenheit vertritt, aber ich bin erst seit einem halben Jahr bin ich jetzt dabei. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. Also seit dem Rondra bin ich dabei und jetzt haben wir schon Fionn. Nun, ich bin sicher, dass eure Kräfte beim Wiederaufbau eher gefragt sind. Dürft ihr als Visiere überhaupt kämpfen? Also wenn ihr diese Stadt verwalten, ihr habt ja auch einen eigenen Verwalter, einen Vogt, diesen Rabenmund, der hat ja auch die Effortperlen verwaltet. Aber dürft ihr überhaupt kämpfen? Wer sollte es mir verbieten? Die Sultana oder so? Nun, ich habe die Stadt im Namen der Maharani Shahi zurückerobert. Weitere Bedingungen waren an diese Sache nie geknüpft. Und ich denke... Ich tue viel Gutes für Janka, auch wenn ich nicht dauerhaft hier weilen kann. Ja, also ich muss auch ganz sagen, dass ihr das vortrefflich gemacht habt. Der Vogt Rabenmund, der Emissär, sagte, dass ihr wohl eine ganze Menge von eurem eigenen Geld investiert habt, um diese Stadt wieder aufzubauen. Und gerade jetzt mit diesen Flüchtlingen, da war er wohl sehr dankbar, dass ihr das ganze Geld locker gemacht habt. Ja, es hat voll und ganz meine Zustimmung, dass ihr in meinem Namen diese Schulden aufgenommen habt. Aber entschuldigt, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich habe einen Eisbären draußen und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es zu Unfällen kommen könnte. Aber habt ihr vielleicht Lust, mich in den Blauen Palast zu begleiten? Ich habe dort noch einige Termine. Und sie schaut einmal rüber zu der Vögtin. Was wollt ihr denn von der Baronin? Nun, ich dachte mir, sie hätte vielleicht ein Interesse daran, wie es hier in Janka so läuft und
nun, wie unsere nächsten Maßnahmen sein werden. Ich denke, ich werde auch zu der Bevölkerung sprechen. Vielleicht ist das interessant für sie. Aber natürlich, wenn die Baronin mit wichtigeren Dingen befasst ist, dann möchte ich sie nicht davon abhalten. Wir werden dazu nachsinnen und uns gemeinsam beratschlagen. Wir werden euch dann unsere Entscheidung mitteilen. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich bin sehr gespannt, wie die Vögtin das dann entscheidet. Gut, dann werdet ihr mich in den kommenden Stunden voraussichtlich im Blauen Palast antreffen. Okay, es hat Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Visira? Die Freude ist ganz meinerseits, Baronin. Und Zulamin steht schwungvoll auf und macht sich auf den Weg nach draußen zu Mira. Dann könnt ihr euch einige Stunden später, nachdem ihr euch allesamt wieder gesammelt habt, zusammen auf der Avienda wieder bequemlich tun. Zulamin hat selbstverständlich noch einige Dinge im Blauen Palast gemacht. Möchtest du jetzt deine Rede halten oder wenn ihr wieder zurückkommt? Raffen wir das einfach. Also ich denke, ich war im Blauen Palast, aber ich habe Midas wohl verpasst. Der wollte ja dann am Abend auf das Schiff kommen. Genau, da würde ich weitermachen, und, ja. Und wahrscheinlich habe ich mit Rabenmund vereinbart, wann denn ein guter Zeitpunkt wäre, um sich an das Volk zu wenden. Ja, also er würde vorschlagen, dass am nächsten Morgen Priodur eine Predigt der Sonne vorbereitet und danach kann deine Ansprache an das Volk von Janka und die Flüchtlinge geschehen. Ja, gut, dann sind schon alle beisammen. Ausgezeichnet. Ja, so kannst du, wie gesagt, Abelmir wieder einsammeln und ihr trefft euch allesamt wieder in eurer Kajüte. Abelmir hat schon direkt eine Weinflasche vom Regal gegriffen und korkt. Und während ihr dann allesamt entweder in den Sitzen Platz nehmt oder auf dem Sofa euch hineinfläzt, die Feuerschale, die angemacht wird, könnt ihr dann auch nach und nach erkennen, wie andere Helden, die denn geladen worden sind, eintreffen. Ich würde natürlich auf Midas exzellenten Jahrgang warten. Also den ja, selbstverständlich. Das Bouquet muss atmen und ich würde mir nicht gerne die Zunge jetzt verderben. Du hast recht. Einen minderwertigen Wein trinke. Ja, du streichst also mit deinen Händen über die Weinflaschen von Zulamin und guckst nochmal auf das Etikett, stellst sie wieder liebevoll zurück und mit einem süffisanten Grinsen drehst du dich dann um und setzt dich dann nieder auf den Platz. Kannst du noch die Sonnenblumenkerne von Boltax entfernen, die da irgendwie noch rumliegen, die er nicht beseitigt hat. Boltax ist nicht da, der ist noch am Meditieren. Ja, aber du hast seit Tagen lässt du deine Sonnenblumenkerne auf dem Tisch liegen. Schreite das nicht ab. Seit Tagen, das geht seit Monaten so. seit Monaten, das geht seit Jahren so. Überleg dir mal, warum die Feuerschale brennt. Ja. Ja, und so könnt ihr, wie gesagt, nach und nach eintreffen. Ist natürlich die Frage, wer alles kommt. Warte mal, wir haben die Helden aus der zweiten Reihe. Es sind ein paar mehr. Und wir haben schon den einen oder anderen gehört. Bauer Rogel ist wahrscheinlich nicht dabei, das macht keinen Sinn. Ist Priodur von Grauningen da? Ja, wieso nicht? Okay, Priodur ist da. Midas ist geladen. Mendarion wurde auf das Schiff zitiert von Boltax. Der zeigt ihm den Ozean. Ah, der kommt auch. Ja, wer noch? Ich glaube, das war's. Ja, ich wüsste nicht, was Ronga machen wollen würde, außer es gibt was zu trinken. Ja, weiß ich nicht. Hat Rafim. Nee, Goblin-Schnaps werdet ihr nicht bekommen. Groggel und Gorgelmoggel sind zwar da und brauen wohl fleißig Schnappes, aber. Ich glaube, bei Ronga ist es die Frage, ob ihn jemand mitgebracht hat. Also wenn vielleicht zum Beispiel Priodur oder Rafim oder so sagen, den bringe ich mit. Priodur wahrscheinlich nicht, aber Rafim vielleicht. Kostenlos auf. Stört mich als Spieler nicht, von mir aus daher gerne. Gut, dann sind die vier Helden aus der zweiten Reihe ebenso anwesend. Ja, also das ist mein Platz. Wenn sie auf meinem Platz sitzt, kriege ich ein paar in den Hals. Haben wir uns verstanden? Gut. Nachdem du das gesagt hast. Du weißt, dass Mendarion sich auf deinen Platz setzen wird, ja? Ist mir egal. Er scheint dich gar nicht gehört zu haben, da sitzt er schon. Nachdem du das gesagt hast, tritt Midas mit einem breiten, freundlichen und entwaffnenden Lächeln ein, in der Hand eine Weinflasche.
Die Helden, ich habe ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Abelmir, wir haben uns ja schon gesehen und ich habe es angekündigt. Das ist den besten Wein, den ich finden konnte. Hervorragend. Ich habe schon alles vorbereitet. Hier ein Dekanter. Oh, wunderbar. Ich sehe einen Mann von Geschmack und Klasse. Zulamin, ihr seid so schön wie eh und je und wie in meiner Erinnerung. Es ist mir eine Freude, euch wiederzusehen. Zulamin hat einen Moment geblinzelt, als er hereinkam und hat irgendwie so einen kleinen Moment gebraucht, um ihn wiederzuerkennen, aber er lächelt dich jetzt breit an. Medas, was für eine Freude, dich wiederzusehen, Fuchs. Nun, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Aber wir haben sicherlich gleich bei einem Glas Wein Zeit, uns über die alten Zeiten zu unterhalten, nicht wahr? Mendarion, wenn du Platz nimmst auf dem großen, gemütlichen Sofa, kannst du dir gegenüber eine ekelhaft riechende Gestalt erblicken, die wohl das Leben schon gezeichnet hat. Eine dicke Narbe, die über sein Gesicht ragt und weiße, verblichene Haare, die wohl aus seinem Schädel sprießen. Ein Nekromant. Er riecht nach Tod und Verderben. Hey, so schlecht riecht er wirklich nicht. Mendarion, er ist furchtbar. Voltax, wir sind all diese Menschen. Ja, das sind, also, das da ist Abelmir, den kennst du ja noch, nicht wahr? Oh, und ja. Rafim, und die hübsche Frau hier ist Zulamin, und dieser schmierige Typ, der sie gerade anbaggert, ich weiß nicht, der war mal auf, als wir den Drachen besiegt haben, da hat er irgendwelche Kontrakte gemacht. Und das ist der Diamantes, das ist ein guter Mann, und der... Und er zeigt auf Serpentilio. Das ist Serpentilio. Er ist ein Schwarzmagier. Aber nicht so wirklich. Er darf nicht so viele Dämonen beschwören. Beschwören? Oje, oje, oje. Mit was für Leuten gibst du dich ab? Dasselbe könnte ich euch fragen, Voltax. Wen schleppt ihr mir hier schon wieder in die Kajüte hinein? Ich bin auch sehr erstaunt, wer sich alles in der Stadt aufhält. Wollt ihr uns etwa schon wieder mit irgendwelchen Naturmagiern anbandeln? Priodo hat einen kleinen silbernen Weihrauchschwenker mit dabei, den er jetzt gerade anzündet. Preußen, mein Freunde. Ich glaube, es tut mir leid, aber ich glaube, das ist der Moment, in dem Mendario wirklich der Kabine entflieht. Denn, you know, empfindlicher Geruchssinn. Also, sorry, das dass die Szene hier kurz wird, aber der wird auch relativ ungefragt aufstehen und weggehen. Und dann wird sich jetzt die Zeit irgendwie oben in den Segeln verbringen, weil der Wind so schön weht. Und dabei übrigens angemerkt, so als letzten Satz, dabei allen Seeleuten im Weg sein. Das war ja ein kurzer Besuch. War das ein Elf? Ja, das ist Mendarion, der kann sehr gut Bogen schießen. Ja, ich kann euch sagen, was das Problem ist. Er muss mit dem Wind reden. Ja, und? Warum war er denn überhaupt hier? Ja. Ihr solltet euch keine Gedanken um etwas so Bizarres machen. Mit dem Wind reden, was bedeutet das überhaupt? Ich würde da einen Elementar und spricht mit dem. Und warum sollte ich immer so etwas Behindertes tun? Du wirst gerade sehr ungeschickt eingequetscht zwischen der massigen Gestalt von Rafim und einem anderen Söldner, der ekelhaft nach Alkohol stinkt, also wirklich ekelhaft stinkt. Du hast schon gesagt, dass Rafim hier ist. Nee, es geht um Ronga, der gerade wohl einen Flachmann rausholt und... Nein, der holt keinen Flachmann, der ist nochmal schnell zum Regal gegangen und hat eine der Flaschen Wein, wenn das hier schon nett angeboten wird. Also seine Kleidung ist so ein bisschen auch fleckig von harten Alkoholikern und auch sein Atem, wenn er sich dann neben dir mit der Weinflasche niedersetzt und dich so ein bisschen einklemmt. Angenehm. Wer seid ihr? Hey, mach mal Platz hier. Hast du einen Becher oder... Ach, scheiß drauf. Hier, trink aus der Flasche. Danke, ich nehme die und reiche sie direkt an Rafim weiter. Ja, Rafim schaut sich die Flasche an. Ja, keine gute Wahl. Diamantes, ich glaube, das trinkst du doch immer ganz gerne. Das ist so trocken. Wird das jetzt hier zum Säufnis oder wie? Ja, kannst du mal deinen Rauch da ausmachen, ist ja fürchterlich. Nun, also, das ist Praios Werk. Ja, Praios Werk kann auch draußen stattfinden, das ist ja schlimm, also... Also, nun, eigentlich war es nicht angedacht, dass wir hieraus ein Besäufnis machen. Ich dachte, es wird eine schöne, angenehme Soiree, man sitzt, man unterhält sich, man lernt sich ein wenig näher kennen, nicht wahr? Ja, wenn du so geschwollen redest, kannst du auch was zu essen reichen. Ja, Kutania, ist es wirklich notwendig, all diese Leute hier zu haben?
Nun, Palbur, kommt doch vielleicht zu uns an den Tisch herüber, dann können wir uns absprechen wegen morgen. Rabenmund schlug vor, dass mein Name. Freyudur von Grauningen. Oh, es tut mir sehr leid. Anden wäre ich jetzt schon mit Prajotin an, ja? Wer ist diese Person, wenn ich ich ahne, ein garstiger Schwarzmagier aus dem Süden. Er ist der ehrenwerte Magus Serpentilio de Lazar. Er ist in der Tat ein Mitglied der Bruderschaft der Wissenden. Und nun ja, ich glaube, man sagt Bordmagus gewöhnlich. Da soll ich gern wissen, dass ihr im Süden seid. Nun, ihr habt viele Schwarzmagier in euren Reihen. Ich guck mal zu Serpentilio und Abelmir explizit. Nun, in der Tat. Ich habe alles an Kompetenz hier versammelt, was ich finden konnte. Oh, bitte. Und? Der Mann könnte keinen Zand beschwören, um sein Leben zu retten. Das würde dich auch nicht. Das würde mich bei einem Geweihten des Praios auch sehr überraschen. Doch nicht der geweihte Kapitän, ja. Vergesst es, ist nicht so wichtig. Nun, spielt das jetzt eine Rolle? Oder nicht? Wollen wir uns nicht einfach angenehm hinsetzen, einen Wein trinken und über die eigentliche Lage sprechen? Denn es gäbe ja so viel zu besprechen, nicht wahr?